Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear. Wir sind jetzt beim letzten Kapitel angekommen, schätze ich mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Trial and Error, Versuch und Irrtum. Okay, gut. Wir starten direkt gleich weiter, wir labern nicht lange rum. In der letzten Folge haben wir einen Finger gefunden. Das ist jetzt auch die erste Aufnahme, wo ich mehrere Folgen auf einmal von dem Ding aufnehme. Ich bin versucht, hier lang zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber das sieht mir einladender aus als eine Küche. Ich will hier lang gehen, das sieht mir einladender aus als die Küche. Dieses Spiel will mich verarschen. Gut, dann halt doch hier lang. We are running of apple, out of apples. Uns gehen die Äpfel aus. Oder die Äpfel gehen uns aus. Äpfel gefunden! Ach, das shit einfach nur. Es zieht Klappe zu. Was ist hier? What? Die Tür war doch gerade noch hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Schatz hat wieder zugeschlagen. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fassung. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Okay. Na geil. Was ist das jetzt? Oh. Da hat wohl jemand, also ein Schönheitschirurg, ziemlich daneben gegriffen. Okay, irgendwas wollt ihr mir sagen? Aber was? Okay. Ist gut. Gut. Das sieht viel besser aus. Raus kann ich auch nicht. Muss ich in die... Ich muss hier in die Mitte. Okay. What the fuck? Alter, ist das laut! Boah, ich muss grad mal leise machen. Alter Schwede, ey! Boah, Alter! Okay. Jetzt kann ich wieder ein bisschen lauter machen. Geil. Schatz? Alles gut? Die Innenarchitekten werden immer besser. Hi Schatzi, komm kuschel mit mir. Okay, doch nicht. Ich wollte doch nur mit dir kuscheln. Okay, vergiss es. Dann halt nicht, wenn du nicht kuscheln willst. Ist das ein Schatten? Ne, ist aufgemalt, oder? Oder ist das der Schatten? Aber wenn hier der Schatten ist, warum sehe ich dann nicht meinen? Okay. Aber beeindruckend gemacht. Nicht schlecht.
Wow. Schatzi, deine Schönheit schmilzt alles weg. Ich muss da lang. Okay. Schön. Ist gut, ich hab's. Don't look back, ach du Scheiße. Oh Gott, Gott sei Dank. Das war der Raum, ey. Von vorher. Schatz, unser Kind hat wieder zugeschlagen. Okay. Bin ich? Ich weiß es nicht, aber ich sollte raus. Glück gehabt. Okay. Fuck, ist das für ein Raum, hey? What the shit? Ist gut, ich hab's begriffen. Alter, ist das laut! Bild hoch. Boah, ist das laut, ey. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Ach du Scheiße. Ach, das Shit einfach nur. Dieses Spiel wechselt von gruselig zu absurd krank. Warum schmilzt hier alles? Ken, kannst du überhaupt noch malen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch will. Ach du Scheiße. Jetzt kommt auch noch das hier. Okay, ich muss hier irgendwas malen, irgendwas schreiben. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 636-853. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Okay. Hat das Ding auch ein Leerzeichen? Okay, ich weiß nicht, was ich hier eintragen soll, ehrlich gesagt. Aber es geht wohl auch so weiter.
Ach, Schatz. Ich verstehe deinen Kunstdrang, aber nicht so. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Okay. Da ist wohl was ziemlich schief gelaufen in der Ehe. Ist gut. Alles prima. Jemand hat. What the shit? Kann ich da rein? Nee. Okay. What the shit einfach nur. Okay. Warum? Ich frag nicht. Das Ding fährt mir gleich hinterher. Oder doch nicht? Alter Schwede, dieses Spiel, ey. Okay, ich habe ein Klo gefunden. Was sonst nichts? What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh God! No! 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 What have you done? No! Hat sie sich das Leben genommen? What the fuck, hey? What the shit? Da kommt gleich was raus. Okay, ich muss da reintauchen. Was? Okay. Ich muss noch mehr tauchen. Ich muss wohl gedrückt halten. Nochmal. Wow. Okay. Okay, noch einmal. Und. Wow. Ich hasse Puppen so unglaublich sehr. Bin ich tot? Was zum Geier? Dunkle Kopie des Bades. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things.
I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Also, nachdem seine Frau sich umgebracht hatte, hat er sie auseinandergenommen, verstehe ich das richtig, und daraus ein Gemälde gemacht. Okay. Spielen wir Schach? Dame vielleicht? Wo zum Geier bin ich hier? Was soll ich jetzt machen? Das ist, glaube ich, die passendere Frage. Oh, ich muss die Dinger wohl finden. Hier ist noch eins. Okay, ich habe sie gefunden. Wow. What the fuck? Okay. Spielen wir eine Runde? What the shit, einfach nur. Unser Kinderbett. Mit einer toten Ratte da rein. Sehen? Vermutlich. What the shit? Was habe ich übersehen? Okay. Warum kommt dieses Ding da und hier rausgefahren? Da ist es. Okay. What the fuck? Alles gut. What the shit, einfach nur. What the actual fuck? Gerade echt ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Erstens, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Zweitens, weil mir die Musik dermaßen auf die Eier geht. Ich muss wohl wieder so ein Stück suchen. Aber wo? Wo ist es? Ich bin vermutlich so blöd. Da ist es. Gefunden. Ich hätte einfach nur nach oben gucken müssen. Warum nicht gleich so? Okay. Was nun? Ach du Scheiße.
Scheiße. Ich kann auf was zugehen. Ich mach nichts mehr. Alles gut. What the fuck, ey? Ich bin kein Profi, aber so wird, glaube ich, keine Dame gespielt. What the shit, ey. Alter, ist das übel. Ein Ball, der verschwindet. Da haben wir schon das Ding. Okay. Da haben wir noch mal eins. Warum sind hier Äpfel im Klo? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. What the shit einfach nur. Wow. Alter. What the fuck, ey. Das sieht mir nach einem Rembrandt aus. Mit wem spielst du überhaupt? Das frage ich mich gerade auch. Die Küche. What the shit. Hier ist was im Topf. Was? Da. Habe ich doch gerade weggenommen. Okay. What? Wieso drehe ich mich im Kreis? Okay. Hin? Oder wie viele kommen da noch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, vor allem weil ich drücke jetzt gerade gar nichts. Schade, dass ich keine Webcam habe, wobei da würde ich mich eh nicht sehen, ich bin gerade im Dunkeln. Aber ich tue gerade gar nichts und ich drehe mich trotzdem im Kreis. Was soll das für eine Kacke? Okay. What the actual fuck? Okay. Ich habe noch was gefunden. Ich weiß aber nicht, was es ist. Das. Okay. What the fuck geht hier vor? Oh, toll. Ewok-Face, ey. Okay, doch kein Ewok-Face. What the shit?
What the fuck? Warum? Ich drehe mich wieder um mich selber. Mach wieder rein gar nichts. Ich muss wieder irgendwas finden. Frage ist was? Okay. Vermutlich musste ich dann um die Mitte. What the shit? Ein Drogentrip ist ja nichts dagegen, ey. What the fuck, ey? Okay. Alter Schwede. Das ist meine Frau. Yes. Oder? That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. What the fuck? No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Shit. Ich mache halt gar nichts, er bewegt sich von allein. Fuck, einfach nur. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang, oder? Nur alles ziemlich verlassen. Alter. What the shit, einfach nur. Diesen Raum kennen wir auch, das war letzte Folge. Das ist alles nur in seinem Kopf, oder? Alles, was wir gesehen haben, die ganzen Folgen. War alles nur in seinem Kopf. Auch hier. All das. Die Plattenspieler. Das zerfließende Bett. War das alles die ganze Zeit über nur in seinem Kopf? Da geht's nicht rein. Alter, ist das krass. What the fuck, einfach nur. Ich drehe mich wieder im Kreis. Ich glaube, das ist vom Spiel so gewollt. Ich bin mir da nicht sicher. Bad. Die Kammer. Die Keller, wo ich vorher nicht runter bin. Ich glaube, am Anfang habe ich den ausgelassen. Dann sind wir wieder hier. Den hatten wir auch mal. Alter.
Der hat all das in seinem Wahn besucht und hat sich diesen ganzen Scheiß noch vorgestellt, oder? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Muss ich hier mal gucken. Aber what the shit, einfach nur. Die Küche. Okay. Alter, ist das krank. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Sehr geehrter Herr, das ist eine Zahlungsänderung. Da Ihre Zahlung seit dem 26. Januar dieses Jahres überfällig ist. Anbei finden Sie eine Abrechnung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihrer Zahlungsverzugs wird Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Sollten Sie nicht in der Lage dazu sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, zwecks einer neuen Zahlungsanbauung, die für beide Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unsere Forderungen nicht nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Roland Wilkins. Okay, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt noch machen soll. Hier kann ich nicht rein. Dreht sich wieder von selber. What the fuck? Das will ich jetzt noch durchbringen. Wir sind kurz vorm Ende, auch wenn ich wieder keine Ahnung habe, was ich machen soll. Wenigstens das konnte ich noch drehen. Okay. Bringt ja viel. What the fuck? Skizzenbuch der Verdammten. Das sind, glaube ich, die Entwickler. Geil. Das ist mal ein geiles Credit. Hammer. So kann man sich auch mal im Spiel verewigen. Das ist ja mal cool gemacht. Finde ich echt super. Wow. Hammer. Also dieses Spiel wirklich geil. Kann man nicht anders sagen. Wer es noch nicht gespielt hat, holt's euch. Es macht so viel Spaß. So viele Grusel dabei. Wobei, am Ende muss ich sagen, am Anfang waren so richtige Schockmomente dabei. Gegen Ende war es mehr so, wo du dir gedacht hast, what the fuck habe ich getrunken? Getrunken. Ja, es war so. Ja, und was nicht schlecht ist, auf keinen Fall. Aber es hat sich schon stark gewandelt. Vor allem fand ich es auch wirklich komisch, dass ich dann auf einmal bei diesem Rätsel die Ratte, der sieht ja aus wie Harry Potter, dass ich bei dem Spiel plötzlich die Ratte hatte und vorher den Hund, war schon komisch. Hagrid? Alter, die haben sich alle mit einem Bild verewigt. So krass. Wie geil. Das ist so geil. Okay. Cool. Jo, ich denke mal, das war's. Mit Layers of Fear. Ich schätze es mal zumindest, denn ich weiß gerade nicht, was ich noch machen soll. Jo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzusehen, wie ich mich grusle. Hoffe, es hat auch. Seid auch bei meinem nächsten Projekt wieder dabei.
Bis zum nächsten Mal, euer Zaragoza. Haut rein, mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Über ein Däumchen würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.